Jetzt bei Schläferz. Ich bin Rotor. Sie sind schuldig. Der unheimliche Rotor ist erwacht. Ein Polizist auf einem Motorrad versucht, mich umzubringen. Und hat sich auf den Weg gemacht. Das ist alles sehr beeindruckend. Ein Schläferz, wie er im Scheißfilmbuche steht. Das hier ist doch kein billiger Science-Fiction-Film. Doch! Soll ich mich damit rumquälen, gerade jetzt? Oh ja. Großartig. Schneiden Sie sich sicherheitshalber an. Und Hände weg von der Fernbedienung. Mal wieder Schläferzzeit, liebe Zuschauer. Allerdings heute ganz und gar anders als gewohnt. Denn wir haben uns im Zuge von Diversität, Gleichstellung und inhaltlicher Freshness dazu entschlossen, unsere Arbeitsteilung einfach mal gerechter als sonst aufzuteilen und neu zu strukturieren. Und in diesem Zuge hatte unser Peter direkt das große Glück, das Aufgabenkärtchen für die Begrüßung unseres wundervollen Publikums zu ziehen. Also Peter, dann leg mal los. Ja, gerne. Heute gebührt sie dir die große Ehre der Willkommenheißung. Dann möchte bitte schön, wir sind gespannt. Leg los, lass es krachen. Ja, enttäusch uns nicht. Deine Bühne. Voila. Ja, okay. Ja. Dann mach ich das mal. Also, hallo und herzlich willkommen, liebe Schläferzer, Schläferzianer und Innen. Wir ja, haben danke, das reicht dann auch. Also, das ist immer lieber kurz und knapp, bevor es schleimig oder peinlich das war jetzt. Er macht das nicht so oft. Okay, vielleicht noch kurz ein, zwei schnelle Sätze zu unserer brandneuen Moderationsherangehensweise. Ich dachte mir, warum soll eigentlich immer nur einer in dieser Sendung arbeiten, hm? Fakten recherchieren, Filme gucken, Cocktails kreieren, mit pfiffigem Witz das Publikum begeistern und so charmant wie interessant mit atemberaubenden Insider-Infos verblüffen, hm? Wir sind im Grunde doch eigentlich zwei im Studio, die sich diese Pflichten sehr wohl auch teilen könnten. Und was soll ich sagen? In Peters Arbeitsvertrag stand gar nicht, dass er überhaupt nichts tun dürfe und nur Vollzeit rauchen, Bier saufen und alle Anstrengungen vermeiden müsse. Sag mal, nur aus Interesse gefragt, bist du früher von deinen Mitschülern eigentlich jede Pause verkloppt worden oder nur immer in der großen? Und so richtig mit Hose aus, Lümmel langziehen und allem Zippo-Zapp oder bloß einfach mal einmal von jedem kurz und knapp in die Fresse? Ja, das war... Das war mal so, mal so. Okay. Aber das tut jetzt ja auch gar nichts zur Sache, liebe Zuschauer, nicht? Ich wollte ja nur sagen, im Zuge der frisch renovierten Arbeitsprozesse haben wir uns entschieden, diesmal sämtliche anfallenden Tätigkeitsfelder zu separieren und dann durch Los unter uns beiden gerecht aufzuteilen, um so auch dem Publikum mal ganz neue und ungewohnte Perspektiven und Seherlebnisse anbieten zu können. Und da hat der Lucky Peter mit seinem glücklichen Patschehändchen gleich mal die Zettel für Begrüßung wie auch spektakuläre Titelpräsentation gezogen. Der kleine Glückspilz. Also bitteschön, was sehen wir denn heute? Hm? Ja nun, heute gönnen wir uns eine echte Perle der Action-Trash-Kunst. So viel darf ich wohl schon verraten. Und zwar den satirisch-dystopischen und erbarmungslos knallharten Sci-Fi-Cop-Thriller Blue Steel! Na gut, jedenfalls hieß er so im Original in Amerika, wohingegen er bei uns in Deutschland ja wohl eher bekannt zu werden versuchte unter dem viel aufregenderen Titel Rotor, beziehungsweise R.O.T.O.R. Ja, das hätte ich übrigens auch noch angemerkt, wenn du mich gelassen hättest. Ja, sicher, Peter, ja, ganz bestimmt. Nee, aber ich wollte ja lieber kein Risiko eingehen und unser Publikum nicht im Unklaren darüber lassen, dass wir es heute allem Anschein nach mit einem hammerhart gnadenlosen Mix aus Robocop,
und Terminator zu tun haben. Ein Film, der definitiv keine Gefangenen nimmt. Fein, hätte ich auch erzählen können, aber gut. Wenn du schon dabei bist, dann mach da auch gleich noch weiter mit deiner gefühlt endlosen Schlauschwein-Info-Labershow über Cast und Crew. Dafür hast du ja zum Glück den Zettel gezogen, sonst hättest du wahrscheinlich auch geheult wie ein kleines Pipi-Mädchen. Ja, das wäre aber auch wirklich für alle ein nicht wiedergutzumachender Verlust gewesen, wenn diese Rubrik nicht bei mir gelandet wäre. Aber schön, dass ich so wenigstens auch mal zu Wort komme. Ne? Bisher hast du ja alle Moderationen ohne Luft zu holen an dich gerissen, wie so ein drogendurchflutetes Instagram-Model im egomanischen Rampensaukoller. Sag mal, eine andere Frage noch. Steht dein Bild im Lexikon eigentlich bei Arschloch oder bei dumme Sau? Oder bei beidem? Aggression, dein Name ist Peter. Professioneller Pöbelprinz und Diplom-Niveau-Senker steht auf seiner Visitenkarte. Aber zum Glück perlen solch billige Verbalinjurien an mir ab wie frisch gelullter Morgentau. Denn ich habe ein Fell so dick wie ein Braunbär kurz vor dem Winterschlaf. Und eine Schwarte so dick wie ein Borstenschwein kurz vor der Schlachtung. So, jetzt reicht's mir aber auch mal, Peter. Nur weil du diesmal mitarbeiten musst, ist das noch lange kein Grund, ausfallen zu werden. Schläferz ist schließlich ein Akronym von Sinnesfreude, Charme, Harmonie, Liebe, Einigkeit, Freude, Anmut und Zärtlichkeit. Da wollen die Menschen keinen Streit sehen. Okay, hast ja recht. Aber apropos Abkürzung, was bedeutet denn eigentlich dieses komische Rotor? Ah, du meinst R.O.D.O.R. Nun, das steht selbstverständlich für Robotic Officer Tactical Operation Research. Sollte man wissen. Ne? Aha. Roboter, Polizist, Taktik, Einsatz, Forschung. Klingt ziemlich bescheuert. Ein bisschen wie das Person-Woman-Man-Camera-TV des letzten Jahrhunderts, ne? Scheint, als hätte man sich einen Namen ausgedacht und dann einfach pseudokule Schlagworte mit den passenden Anfangsbuchstaben draufgezimmert. Sag mal, was rotiert unser Rotor denn eigentlich so? Das weiß ich doch nicht. Hä? Ja, eigentlich gar nichts, glaube ich. Also, vielleicht kann er ja Breakdance oder hat einen Brummkreisel im Arsch. Ist doch aber auch ganz egal, ob der Blechhannes jetzt Rotor, Killbot, Eisenbulle oder Schrottschorsch heißt, ja? Die verantwortlichen Filmkünstler werden sich dabei schon was gedacht haben. So, ich komme jetzt lieber endlich zu dem Moment, auf den alle Schläferz-Fans schon mehr als nur ungeduldig mit den Hausschuhen scharrend warten, nämlich zu meinen verblüffenden Fakten zu Cast and Crew. Oh, du Scheiße. Na ja, gut, leg los. Diesmal bin ich vorbereitet und habe mir was zu lesen mitgebracht, um die nächsten Stunden zu überstehen. Ja, also Frage. Wer agierte vor oder hinter der Kamera bei R.O.D.O.R., den man vielleicht filmhistorisch kennen könnte oder sollte? Nun, ich fange mal an mit niemand. Absolut niemand. Okay, fertig, Peter. Das war's. Was? Jo. Ich habe gerade erst angefangen mit meinem Artikel hier. Ich bin noch mittendrin. Sag mal, wieso ging das denn so schnell heute? Naja, weil diesmal absolut keiner der Mitwirkenden eine Erwähnung rechtfertigte. Lohnt sich nicht. Reine Atemverschwendung. Wie, was jetzt wirklich? Keiner? Nicht mal die Regie? Cullen Blaine, hauptberuflich Storyboard-Zeichner. Nie wieder Regisseur. Und von wem ist das Buch? Bud Lewis, auch Szenenbuchmaler, war sonst nur noch Story-Director bei 36 Episoden von Die Schlümpfe in den 80ern. Das klingt bedenklich. Also wenn selbst du nichts mehr sagen kannst. Und so spannend fand ich die meisten Folge der Schlümpfe auch nicht. Ja, das mag auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht ganz so beeindruckend erscheinen wie gewohnt. Aber ich glaube, das hat in diesem Falle mal absolut nichts zu sagen. Im Gegenteil. Es scheint eher, als sei hier eine Gruppe absoluter Ausnahmekünstler am Werke gewesen, die nach diesem Werk vielleicht einfach das Gefühl hatten, alles erreicht zu haben. Wozu nach höherem Streben, wenn man die Wolken schon gekitzelt hat? Denn wenn ich mich recht erinnere, hast du
herausgefunden. Dein Recherchegebiet waren ja Kritikerstimmen, Publikumsmeinungen und Einspielergebnisse. Dass unser heutiges Schläferz-Schätzchen im Grunde sehr gut angekommen ist und sogar ordentlich am Boxoffice performt hat, oder? Absolut, das ist vollkommen korrekt. Unser Blue Steel ja, hat übrigens nicht zu verwechseln mit Magnum, dem anderen legendären Blick von Derek Zoolander. Wir wissen ja, der erste war Blue Steel. Der zweite mit noch wesentlich mehr Power war Magnum. Was allerdings nichts zu tun hat mit unserem heutigen Blue Steel. Ne? Beziehungsweise bei uns ja R.O.T.O.R. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall ne, hat der doch recht bemerkenswerte Zustimmungswerte zu vermelden. Knapp 6 Sterne bei IMDb, 75% bei Rotten Tomatoes. Es gab Lob von der Variety bis zur Washington Post und Los Angeles Times und Kritikerlegende Roger Ebert höchstpersönlich nannte ihn einen effizienten Thriller, der mit einer überraschenden, schockierenden Wendung nach der anderen zu überzeugen weiß. Weißt du, so gute Kritiken hatten wir eigentlich noch nie hier beim Schläferz. Oh, wohl wahr, Peter, wohl wahr. Und deshalb gefiel mir auch dein Vorschlag, heute diesen anscheinend überraschend gelungenen Film mit unseren lieben Zuschauern gemeinsam zum ersten Mal zu erleben und ausnahmsweise auf jegliche Art von Sarkasmus, Häme oder Spott zu verzichten, um vielmehr dieses Werk zu nutzen, um mit ihm als eine Art Movie-Tutorial zu zeigen, wie man auch mit wenig Geld und bekannten Stars einen großartigen Film machen kann. Ja, ja, damit wir endlich mal aus dieser wir machen uns immer nur respektlos über großartige B-Movies lustig Ecke rauskommen, in die wir von übereifrigen Trash-Film-Konnoisseuren und verbissenen Kackfilm-Onanisten so oft gestellt werden. Jetzt zeigen wir euch nämlich mal, wie echter und ehrlicher Filmjournalismus funktioniert, ihr Aushilfsanalyse-Wichser. Wir ficken jetzt zurück. Wir ficken jetzt zurück. Ja, alles klar. Kommen wir also zum Cocktail, dessen Kreation das Los mir zugeteilt hat. Ich präsentiere den Terminator Robomotor Law and Order Leberrotor. Ein rostig-ranziger Schmierölschluckschelm als zuverlässiger Promilleantrieb für die organische Verbrennungsmaschine, der zäh und dickflüssig durch die kehligen Trinkleitungen gluckert, wie ein zimmerwarmer Diesel-Martini. Geschüttet, nicht gezapft. Soweit der Glasinhalt. Peter allerdings durfte entscheiden, wann der Reservekanister immer zur Schädelluke für die künstlerische Alkoholinstallation geführt werden darf. Also, was ist diesmal der Trinkträger, Companiero? Das dürfte klar sein. Denn heute wollen wir es schließlich genau wie im Film gehörig krachen und die Leber rotieren lassen. Also würde ich vorschlagen, lass uns auf Nummer sicher gehen und immer dann einen zischen, wenn der rabiate Rotor-Robocop einen Menschen tötet, verletzt oder sonst wie brutale Gewalt anwendet. Wenn ich diesbezüglich an seine bereits zitierten Filmvorlagen denke, da dürfte da wohl keine Kehle trocken bleiben. Will der Rotor jemand töten, dürfen wir uns einen löten. Meine Leber reibt sich jedenfalls jetzt schon aus lauter Vorfreude die Hände und legt sich in das Gästebett. Also, liebe Mitsäufer und Allesglotzer, nur eine kurze Produktinformation und direkt danach geht es los. Mit dem filmtechnisch besten und unterhaltsamsten Action-Schläferz aller Zeiten. R.O.T.O.R. Schauen Sie mit uns, wenn Sie überleben wollen. Thank you.
Schlagzeilen von heute. Mord, Vergewaltigung, Raub, Brandstiftung. Die Lösung von morgen. Rotor. Unser Ziel war es, den perfekten Polizisten der Zukunft zu konstruieren. Eine Maschine programmiert, alle Hindernisse zu überwinden. Verbrechen und Korruption, die unsere Existenz bedrohen, zu bekämpfen. Aber es geschah etwas Furchtbares. Hallo Leute, es ist 5 Minuten vor 5 an diesem sonnigen Freitag. Ihr habt gerade unsere Verkehrsinformationen in meiner Heimfahrersendung gehört. Ziemliches Gedränge in den Vororten von Dallas. Deshalb rufe ich unseren Mann in der Luft, Doug Dugan, der seine Runden mit dem 106 UKW-Helikopter dreht. Hallo Doug, wie sieht's von da oben aus? Hallo großer Bruder, es verstopft sich allmählich da unten. Auf der 75 Stau bis hinter LBJ. Die 135 Northbound ist voll. Klar, jeder, der was auf sich hält, fährt in Richtung LA. Hier ist Doug Dugan. Ich melde mich aus meinem Helikopter auf UKW 106. Autofahrer in der Umgebung von Dallas, fahrt vorsichtig. Ich freue mich wahnsinnig auf unser Weekend am See. Hoffentlich habe ich genug zu essen mitgenommen. Oh, keine Angst. Meistens wird von dem, was du mitnimmst, deine ganze Armee satt. Ach, herrlich. Keine Schufterei, kein Telefon, kein Ärger im Büro. Nur ein ruhiges, friedliches Wochenende an unserem wunderschönen See. Paul, was ist das? Verdammt nochmal. Rufen Sie die Polizei. Paul, ruf 911. Du Schwein, jetzt hab ich dich. Er hat eben eine Polizeistreife getötet. Ich hab's gesehen. Vermittlung? Ja, geben Sie mir die Polizei, bitte. Polizeirevier 7 Oscar. Hier ist Paul Loftus. Von wo rufen Sie an? Von der Straße am Dallassee. Kanes Fischerhütte. Und was gibt's für ein Problem, Sir? Ich glaube, hier ist ein Mord passiert. 482. Inspektor Glorioso, das ist Inspektor Groots. Sonderabteilung. Kommen Sie mit, Sir. Sie werden wegen dieser Sache hier im Hauptquartier vernommen. Warten Sie auf meine Information auf Kanal 1. Okay. Die 42 kommt bei Edward. Verstanden? Entspannen Sie sich, Sir. Sie können sich nachher duschen und rasieren. Es wird eine lange Nacht. Schnallen Sie sich sicherheitshalber an. Klar. Darauf können Sie wetten. Ja, verstanden. Ja, sicher. Offensichtlich in Richtung Westen. Mein Name ist Calderon, Barrett Calderon. Ich bin Captain im Polizeihauptquartier von Dallas und leite das technische Versuchslabor. Bis vor 2 Tagen war ich für jeden der führende Kopf auf dem Gebiet der Polizeirobotertechnik. Heute hält man mich für eine Art modernen Frankenstein. Mein Ziel war, die Straßen der Stadt sicherer zu machen. Verbrecherbanden, Rauschgifthändler und jede Kriminalität unter Kontrolle zu halten. Ja, möglicherweise auszurotten. Von mir konstruierte und kontrollierte Polizeiroboter könnten das Abschlachten von Hunderten von Polizeibeamten verhindern, die jährlich im Einsatz für unsere Bürger ihr Leben verlieren. Aber wie hält man eine Killermaschine auf, die Amok läuft, die nur einen Einschaltknopf hat und kein Herz und Gefühl? Der Kampf mag verloren scheinen, doch der Krieg geht weiter. Es steht zu viel auf dem Spiel, um jetzt aufzugeben. Es muss ein Weg gefunden werden, um die menschliche Gesellschaft vor sich selber zu schützen. Es gibt noch eine Chance. Möglicherweise schaffen wir es. Möglicherweise. Sir?
Ja, Sir. Wir können uns Zutritt verschaffen zu allen geheimen Papieren des taktischen Versuchslabors, Dr. Calderon. Aber wir wüssten es lieber von Ihnen. Machen Sie keinen Fehler. Wir werden ohnehin alles in Erfahrung bringen, ob Sie reden oder nicht. Was wir hier machen, ist eine inoffizielle Befragung. Kein offizielles Anklageverhör. Also bitte, machen Sie Ihre Aussage für das Protokoll, Doktor. Inoffiziell. Offiziell. Offiziell. Fürs Protokoll? Oder den Bürgermeister? Oder den Divisionskommander? Oder für etwa 12 kriechende und buckelnde Politiker, die nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind? Letzten Donnerstag war mein Leben noch ein ganzes Stück einfacher. Der Tag fing an, genauso wie jeder andere. Die frische Brise eines Oktobermorgens wehte über die Ranch. Das Vieh kam herbei zu seiner morgendlichen Fütterung. Und das buttergelbe Licht der Morgensonne warf einen goldenen Schimmer durch die Fenster des Hauses. Hätte ich da schon gewusst, was passieren würde, wäre ich gar nicht erst aufgestanden. Das Entfernen dieser Baumstümpfe, um Weideland zu gewinnen, war schon immer mühsam. In früheren Jahren hatte ich dafür Nitroglycerin oder Dynamit verwendet. Aber jetzt kann ich gleichzeitig mein Lassowerfen vervollkommnen, während dieses neuartige Sprengstoffkabel die Baumstümpfe wegpustet. Hallo? Barrett,
Hörst du mich aus deinem blöden Quasselkasten? Ja, Liebling. Kannst du mich auch hören? Deutlich. Wie aus einer Duschkabine. Ich rasiere mich gerade. Musst du heute arbeiten? Ja. Und warum wohl? Geld. Heirate mich und ich brauche kein Geld mehr. Zwei können nur so billig wie einer leben, wenn einer hungert. Apropos Hunger. Wenn du brav zur Arbeit gehst, werde ich heute Abend bei dir zu Hause saftige Steaks braten. Kein Widerspruch. Ruf mich aus dem Labor an. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Penny. Wiedersehen. Als ich vor 10 Jahren das taktische Versuchslabor der Polizei von Dallas gegründet habe, war unser Ziel, die erste unbesiegbare Polizeitruppe der Staaten zu planen, zu entwickeln und zu konstruieren. Wir machten ungeheure Fortschritte. Bald waren die echten Polizisten von unseren Spielzeugen kaum zu unterscheiden. Das Forschungsteam unserer Zweigstelle in L.E. ist heute hier. Sie interessieren sich für die Vorführung des neuen HIA-1138-Indo-Modells. Gut, sagen Sie, wissen Sie, ob die diesmal ihre hydrogenierte Weizenkeim-Trockenleber endlich mitgebracht haben? So gute bekommt man nirgendwo anders als in L.A. Weizenkeim-Trockenleber, Sir? Wofür? Für mein Handballspiel, mein Freund. Tolle Reflexe. Super Ausdauer. Oh, ja, Sir. Stell nicht so dumme Fragen. Was heißt hier dumme Fragen, hä? Woher soll ich wissen, wofür Weizenleber, Trockenkeime oder sowas gut sind? Ja, ja, ja. Also um 12 Uhr Mittagessen, aber sehr pünktlich. Weizenkeim-Trockenleber heißt das. Guten Morgen, wie geht's? Großartig. Kannst du mal richtig zuhören? Das nächste Mal, Sir. Da bin ich aber neugierig. Können Sie auch. Hallo, Baby, warum schiebst du mir nicht mal deine Telefonnummer rüber? Nun komm endlich! Alles braucht seine Zeit. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen bei uns in Dallas im taktischen Versuchs- und Entwicklungslabor unserer Distriktspolizei. Ich möchte Sie nicht mit längst bekannten Details langweilen, aber da es sich heute Morgen um eine offizielle Sitzung handelt, lassen Sie mich zunächst grundsätzlich zusammenfassen. Wir Wissenschaftler sind wie auserwählte Science-Fiction-Schreiber. Wir sind wegweisend für die Zukunft. Unser spezielles Ziel basiert auf dem Glauben an eine Verbesserung der menschlichen Lebensqualität. Wir ermöglichen diesen Durchbruch in die Zukunft mit den Mitteln derer, die dem Gesetz und der Ordnung dienen. Den Mitteln unserer Polizisten. Sie wissen, ich nehme es allein auf meine Kappe, dass über 3,5 Jahre unsere öffentlichen Wohltäter Gelder in dieses Entwicklungsprojekt gesteckt haben. Dr. Bryan, Wilson Institut Hawthorne. Ist das Ding da das Resultat Ihrer Forschungen? Eine Blechmarionette? Nicht ganz. Eine Wissenschaftlerin, Dr. Steele in Houston, hat vor kurzem eine Supertechnik für die Konstruktion einer Kampfmaschine aus einer Legierung entwickelt. Einer unbekannten Legierung, der man eine unscheinbare Nummer gegeben hat.
Ich bin Dr. Karl, ebenfalls Wilson-Institut. Was beabsichtigen Sie mit kaum bekannten Legierungen? Verfügt die molekulare Struktur über irgendwelche Vibrationen, die Sie nutzen können? Ganz genau. Passen Sie auf. Dr. Michael, Physikalisches Institut Shreveport. Ich verstehe nicht. Wie kann es sich bewegen ohne Getriebe und Motor? Ich meine, wird es irgendwie ferngesteuert oder... Diesem Kampfmotor wurde ein Grundbefehl eingegeben, Frau Kollegin. Dr. Allen, Jan-Universität in Malibu. Heißt das, dieses Ding kann alles Mögliche, von Aerobic bis Tai Chi? Richtig. Auch Karate bis hin zu Todeskämpfen. Dr. Bruce, Justin Labor, Summer Beach. Das ist alles sehr beeindruckend. Aber womit genau haben wir es hier zu tun? Mit molekularem Speichern und Lernen. Ein Funke ist alles, was er braucht. Elektrischen Strom als Katalysator. Einen Induktor. Simulierte Gehirnströme. In diesem Fall ein Befehl. Diese Aerobic-Bewegungen werden dem Metall durch elektrische Impulse eines entsprechenden Induktionsbefehls beigebracht. Die Moleküle bewegen den Roboter in die Positionen, die er weiß. Das Metall selbst kann lernen, sich erinnern und sich selbst etwas beibringen. Es braucht keinen Motor, kein Getriebe, keine Schläuche. Nur einen flachen Boden zum Stehen und einen ziemlich langen Hebel. Und er kann die Welt bewegen. Wer sind denn wir, die wir so ein Ding erschaffen könnten? Helden oder Verbrecher? Der einzige Unterschied zwischen Helden und Verbrechern ist der Betrag, den man bekommt für die Arbeit an diesem Projekt. Bei dem Gehalt, das wir kriegen, sind wir wohl eher Helden. Was wollen Sie erreichen? Hightech Rock'n'Roll zur Rettung von Gesetz und Ordnung? Sie sind auf der richtigen Wellenlänge, es stimmt. Aber ich habe mich immer wieder gefragt, ob unsere Erfindung die Gesellschaft retten oder sie zerstören wird. Dr. Frankenstein muss das Gleiche gedacht haben. Er hatte sicher gute Absichten, nur er wollte sich den Tod nutzbar machen. Wir versuchen, Leben zu erhalten. Entweder wir kontrollieren die Gesellschaft oder sie zerstört sich selbst. Nächstes Jahr, zur gleichen Zeit an diesem Ort, werden Sie wieder unsere Gäste sein. Und Sie werden das Produkt der nächsten Evolutionsphase sehen. Und 25 Jahre später sehen Sie das endgültige Resultat. Was Sie dann sehen werden, ist das Einzige, was zwischen der Menschheit und ihr selbst steht. Denken Sie immer daran, die Menschheit ist bereit zu ihrer Ausrottung, zu ihrer Selbstzerstörung. Ich werde ihr den einzigen Ausweg zeigen. Dr. Colron, Entschuldigung, Telefon für Sie in Ihrem Büro. Divisionskommander Bugler, ganz dringend auf Leitung 1. Ganz schön schlimm. Und noch viel schlimmer, er tobt wie ein wild gewordener Stier. Der Mann hat seit Wochen keinen anständigen Stuhlgang mehr gehabt. Er sollte fette Hausmannskosten meiden. Er muss wohl erst 100 Jahre alt werden, um zu merken, dass Bratensoße kein Erfrischungsgetränk ist. Commander, wie nett, Ihre Stimme zu hören. Hören Sie auf und lassen Sie die Floskeln beiseite, Mr. Calderon. Also jetzt zum Geschäftlichen. Wollen Sie wissen, wer mich angerufen hat um 5 Uhr heute Morgen? Nun, ich werde es Ihnen sagen, Doktor. Ihr Brötchengeber, unser Wohltäter. Mr. Freigebig, wie Sie ihn ja wohl immer bezeichnen. Der geizige Knauser, wie ich ihn lieber nennen will. Senator Donald D. Douglas. Der Mann, der Ihnen die Schaufel gegeben hat, Gräber damit auszubuddeln, mein Freund. Und was wollte er wohl? Er wollte eine Erfolgsmeldung Ihr Projekt betreffend. Ahnen Sie, was ich gesagt habe? Commander Bugler, hören Sie, ich ahne, was Sie jetzt sagen wollen. Nein, nein, Sie hören ja gar nicht zu, Doktor. Ich log den Senator an und sagte ihm, es liefe alles ganz korrekt. Sehen Sie, ich habe ihn anlügen müssen, weil Sie mich vom ersten Tag an völlig im Stich gelassen haben. Sie hassten mich. Sie dachten, ich sei nur ein dummer Papiertiger, ein Bürohengst. Nun, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen vorangeht. Also sagte ich ihm, es wäre alles in bester Ordnung. Bestens, bestens, bestens. Er wurde Fuchsteufelswild, Barrett. So wie noch nie zuvor. Er sagte, nein, Commander. Die Entwicklung ist schon gut vorangekommen. Weiter als geplant. In Wirklichkeit stehen wir vor der Vollendung. Wir rechnen mit dem fertigen Produkt in 60 Tagen. Fertiges Produkt? Was zum Teufel soll das? Hören Sie, ich habe ihm gesagt, 60 Tage, das ist unmöglich. Wissen Sie, wie er mich tituliert hat?
Na? Primitiver Zivilist? Können Sie sich denken, warum? Nein, warum? Weil er mich innerhalb von ein paar Sekunden zum Zivilisten machen kann. Warum sollte er das tun? Aus demselben Grund, aus dem ein Hund sich leckt, Mann, weil er es kann. Und weil er mich verdammt nochmal in der Hand hat. Und können Sie sich vorstellen, warum? Nein, können Sie nicht, weil Sie ein kleiner Laborfritze sind. Ich bin Politiker. Also will ich es Ihnen erklären, und zwar ganz simpel, mein Freund. Der Senator entdeckte vor 3,5 Jahren für sich selber einen heiligen Gral. Dieser Schatz kann ihn zum König machen. Ihr Projekt, Ihr Traum ist ein heiliger Gral. Er hat Millionen zusammengekratzt und gab sie dem Bürgermeister. Der nahm sich seinen Teil und gab das Übrige mir. Ich nahm meinen Teil und dann ging das Ganze über ein 50 Dutzend Mittelsmänner. Und sie bekamen dann, was noch übrig blieb von dem Ganzen. Haben Sie das begriffen, Cowboy? Ja, Sir. In 6 Monaten finden Wahlen statt. Mit dem Produkt Ihrer Forschung will er Stimmen gewinnen. Ihre Erfindung soll ihn ins Weiße Haus katapultieren. Ich frage nicht nach dem Ergebnis, Doktor. Ich leite nur einen Befehl weiter. 60 Tage. Und wenn es bis dahin nicht fertig ist? Dann werden der Bürgermeister, ich selber, 6 andere hochrangige Politiker und... Oh ja, Sie ebenfalls, mein Freund. Alle in das Staatsgefängnis wandern wegen Veruntreuung öffentlicher staatlicher Gelder. Und Ihr heiliger Gral? Nun, der wird in eine Gerichtsakte umgewandelt. Und Ihre Person wird zum Abschuss freigegeben. Es ist nicht fertig. Vielleicht in 4 Jahren wäre der Prototyp. Doch früher... Sie arbeiten für mich, Calderon. Sie müssen es schaffen. Halten Sie mal ein wenig Ihre Luft an, Sir. Mag sein, Sie haben vergessen, Ihren Kopf aufzuschrauben. Ich bin nicht Ihre Marionette. Nein, Calderon. Ich befördere Sie ins Abseits. Sie sind ab sofort aus dem Projekt raus. Dann lassen Sie mich eins sagen, Mister. Wenn Sie mich feuern, werde ich mehr Krach machen als 2 Skelette, die in einem Blechsarg miteinander schlafen. Verdammter Schweinehund! Ja, schon als solcher geboren, Sir. Aber Sie haben sich erst dazu gemacht. Ich kündige. Leiten Sie das Projekt doch selber. Viel Glück. Wer ist Ihr Stellvertreter? Dr. Hauterling, mein Assistent. Übergeben Sie ihm alle Schlüssel und passen Sie auf Ihren Arsch auf, wenn die Tür hinterher... Hey, hoppla! Richtig! Hey, Captain Calderon, Sir! Ich muss Sie zum Training runter den Schießstand bringen. Es wird wieder mal Zeit. Was soll das, Statham? Sie wollen, dass ich rausgehe und auf Zielscheiben schieße? Soll ich mich damit rumquälen? Gerade jetzt? Wollen Sie das etwas, Statham? Nein, vergessen Sie's. Ich streiche es einfach, Sir. Kein Grund zur Aufregung. Ich werde einfach einen anderen Scharfschützen rüberschicken. Das ist alles, Sir. Tut mir leid, Sir. Danke sehr. Entschuldigen Sie, Sir. Was ist mit Ihnen, Sir? Ich gehe raus hier. Bugler ist mir gerade an meinen Hals gesprungen. Warum, Sir? Weil er es kann. Und was wollen Sie tun? Ich will Ihnen die Schlüssel holen. Die Schlüssel? Für was, Sir? Für den heiligen Gral, Hauterling. Sonderleutnant Hauterling, der Divisions Commander. Für Sie. Persönlich. Junge, Junge. Wow, hä? Da sind wir wohl alle überrascht, was? Eine so intensiv langsam gedrehte und intellektuell herausfordernde Spannungsschraube haben sich auch noch nicht viele Regisseure in einem toughen Action-Thriller zu präsentieren getraut. Was, Peter? Ja, da braucht man Eier aus Stahl. Nun, als elektronischer Roboter kann ich ja nicht lügen und habe keinerlei Emotionen. Deshalb müsste ich eigentlich nur kühl und sachlich feststellen... Pick in der Hölle! Was ist das hier bloß wieder für eine gewaltige Hölle? Pick Scheiße! Vollbild und zugepickt! Aber wenn man auf die vielen positiven Kritiken schaut,
ist das wahrscheinlich alles ganz genau so gewollt. Exakt, mein kleiner Roborot. Das habe ich mir auch gedacht, nicht? Allerdings kann ich meine schöne Kalkinator-Maske jetzt wohl doch auch erstmal getrost absetzen, denn bisher gab es ja nur diesen bewegungstechnisch limitierten und bis auf blöde Sprüche und eine große Fresse doch eher harmlosen Polizeistaubsauger zu sehen, der ja vor allem gern wie ein fehlprogrammierter Techno-Travolta mit dem gelangweilten Putzpersonal das Tanzbein schwingt. Von der vollmundig angekündigten und absolut tödlichen R.O.T.O.R.Killermaschine ist allerdings im ersten Viertel noch absolut gar nichts zu sehen gewesen, wodurch es auch an der Cocktailfront momentan, naja, sagen wir mal, höchst ungewohnt ernüchternd trocken ausschaut. Oh ja, meine Scharniere quietschen auch schon. Ich brauche dringend alkoholische Schmiermittel. Sonst kriege ich einen Kolbenfresser. Huiuiui. Aber vielleicht ist Rotor ja bisher auch nur deshalb noch nicht aufgetaucht, um ihn weiter möglichst geheimnisvoll zu halten. So wie beim Weißen Hai. Ach, stimmt. Steven Spielberg zeigte das Monster in Jaws schließlich auch erst in der 82. Minute. Ein geschickter Kniff, um die Zuschauer so lange wie möglich im Unklaren und die Bedrohung damit noch größer erscheinen zu lassen. Ah, wir haben es hier in der Regie anscheinend mit einem Großmeister der Suspense im Fachbereich Gänsehaut zu tun. Hitchcock lässt grüßen. Und uns wurde ja bereits gleich zu Anfang gezeigt, welch unfassbarer Schrecken uns noch alle erwartet, denn da haben wir schließlich schon eine Vorschau auf das furchtbare Finale des Grauens zu sehen bekommen. Ruft sie die Polizei! Ruf 911! Du Schwein, jetzt hab ich dich! Er hat eben eine Polizeistreife getötet! Ich hab's gesehen! OMG! Eine anscheinend mausetote, sich nur noch zweimal kurz ins Nirvana blinzelnde junge Frau wird vom blau geprügelten Cowboy-Polizeisuperwissenschaftler Dr. Calderon in zerfetztem Oberhemd heroisch an den Straßenrand geschleppt. Oh, was mag da nur geschehen sein? Und was... Peter! Du bist doch... Bleib ganz ruhig, entspann dich. Also alles okay, ich habe nur meine Zigaretten irgendwo in dem Flievertüt hier vergessen. Erzähl einfach weiter, mach weiter wie immer. Jetzt hast du mich aber wirklich reingelegt, Mensch, alter Freund. Aber echt, Mann, ich dachte, das hier wärst du. Einfach nur als Polizeiroboter verkleidet, der von einem echten Beamten ja wirklich kaum mehr zu unterscheiden ist, oder? Aber dabei bist du... Ach, na gut, dann kannst du auch hier bleiben, ne? Ja, du Schlingel, komm. Ja. Oh, dann tun wir dir was zur Seite. Du bist ein Vogel. Na gut, ne? Ah. Ja. Apropos reinlegen und verwirren. Auch unser Film, der spielt ja recht frech und offensiv mit unserer Wahrnehmung der Realität. Scheinbar jongliert er sogar mit verschiedenen Zeitebenen in möglichen Paralleluniversen. Also so weit, dass man irgendwann sogar seinen eigenen Sinnen nicht mehr trauen kann. Hallo Leute, es ist 5 Minuten vor 5 an diesem sonnigen Freitag. Ihr habt gerade unsere Verkehrsinformationen in meiner Heimfahrersendung gehört. Ziemliches Gedränge in den Vororten von Dallas. Es verstopft sich allmählich da unten. Auf der 75 Stau bis hinter LBJ. Die 135 Northbound ist voll. Klar, jeder, der was auf sich hält, fährt in Richtung LA. Nichts! Absolut gar nichts, was wir hier hören, stimmt mit dem, was wir sehen, überein. Es ist kein sonniger Freitag, höchstens ein diesiger Dienstag oder muffiger Mittwoch. Es gibt weder Gedränge noch Stau, noch wird es irgendwo voll. Das sind derart wunderbar freie Straßen zum Durchbrettern mit Bleifuß. Da träumt der Scheuer von. Ja, und wir fragen uns sofort, in was für einer Welt befinden wir uns da eigentlich, in der man nicht einmal mehr, sagen wir, einer seriösen Verkehrsdurchsage glauben kann. Genauso wenig wie der vertrauensvoll einschmeichelnden Rosamunde Pilcher Kitschroman Vorlesestimme. Die frische Brise eines Oktobermorgens wehte über die Ranch. Das Vieh kam herbei zu seiner morgendlichen Fütterung.
und das buttergelbe Licht der Morgensonne warf einen goldenen Schimmer durch die Fenster des Hauses. Ja, du hast recht, Peter. Auch hier, es weht überhaupt gar keine Brise. Es ist völlig windstill. Es gibt auch kein Vieh, das zur Fütterung kommt. Wahrscheinlich alle schon lange tot. Und die Morgensonne scheint auch nicht buttergelb, sondern höchstens margarineblass oder Ersatzaufstrich fahl. Und dann sehen wir plötzlich, diesmal ganz ohne Erklärtext, den wir gerade hier so gut hätten brauchen können, einen halb aufgefressenen Kuchenkringel, ein Dutzend Dosen mit illegalen Potenzpillen, eine kackhässliche Kuhkopftasse und am Ende den wohl größten Irritations-Mindfuck-Brägenbums der Filmgeschichte. Unglaublich! Es ist auf den unhörbar digitalen Glockenschlag exakt 5 Uhr morgens. Aber unser Held, Dr. Calderon, schafft es, 10 Minuten früher aufzuwachen, als es eigentlich spät ist. Wow. Nein, das ist purer David Lynch. Über den Mulholland Drive abgebogen auf den Lost Highway. Direkt nach Twin Peaks in die Garageneinfahrt von Christopher Nolan. Das ist Tenet von hinten mit Memento gefickt. Die Gesetze von Raum und Zeit und der Realität, wie wir sie kennen, sind in diesem Film außer Kraft gesetzt. Weshalb man wahrscheinlich auch die zusätzlich verwirrende Kunstform des bebilderten Hörbuchs statt gewöhnlicher Spielszenen verwendete. Welcome to the Movie Matrix. Welche Pille nimmst du, Peter? Die rote, die blaue oder die ganze Ladung auf dem Küchentisch? Höchst interessante Fragen, Dr. Schwurbelkalk. Aber lassen Sie mich noch einmal auf den ja wohl hoffentlich bald in Aktion tretenden Terminator-Azubi zurückkommen, der ja gerade von Dr. Kohldödel bei der spektakulären Super-8-Vorführung im Lehrerzimmer der Jock Ewing Gesamtschule in Dallas dem Elternbeirat vorgestellt wurde. Dieses illuminierte, abgenagte Metallgerippe beim, ja, Zumba Pilates, Tai Chi Lambada und Yoga Twerking. Das soll doch wohl unser zukünftiger Killer R.O.T.O.R. sein, oder? Ja, ich denke schon. Ja. Ne? Also, die würden uns diesen Eisen-Erwin ja nicht ohne Grund zeigen und dann stattdessen, sag ich mal, bloß irgendeinen schnauzbärtigen Streifenbullen auf die Menschheit loslassen. Ich meine, das wäre ja wohl ziemlich popli, oder? Nee, das wird dann wohl genauso ein Claudia Rotor-Roboter sein. Ne? Mhm. Also, sieht zwar albern aus, aber dafür kann der auch ziemlich tolle Dinge. Diese Aerobic-Bewegungen werden dem Metall durch elektrische Impulse eines entsprechenden Induktionsbefehls beigebracht. Die Moleküle bewegen den Roboter in die Positionen, die er weiß. Das Metall selbst kann lernen, sich erinnern und sich selbst etwas beibringen. Es braucht keinen Motor, kein Getriebe, keine Schläuche. Nur einen flachen Boden zum Stehen und einen ziemlich langen Hebel. Und er kann die Welt bewegen. Aha. Mit langem Hebel die Welt bewegen und durch elektrisch induzierte Impulse kann der zusammengedengelte Schrauben-Erwin sogar Aerobic lernen, weil sich seine Metallmoleküle das selber beibringen können. Toll. Heißt das, du könntest auch noch die Goldmedaille im Bodenturnen gewinnen, wenn ich dir ein Stromkabel in den Hintern schiebe? Sehr lustig. Andere Frage. Wir haben jetzt schon über 20 Minuten hinter uns. Aber passiert ist ja im Grunde noch eher so gar nichts, oder? Aber du hast allerdings behauptet, die Kritiker waren ziemlich begeistert, oder? Ja, hier. Also absolut, sicher. Top Reviews, ne? Aufregender Thriller, Jumpscares, Action und Überraschungen, ja? Atmosphärische Dichte, Blue Steel ist... Alias R.O.T.O.R. hier bei uns in Deutschland. Klar. Ja, whatever. Blue Steel ist vielleicht nicht immer glaubwürdig, ja? Zeichnet sich aber durch eine hohe Produktionsqualität, unerwartete erzählerische Wendungen, atemlose Spannung, ja, und aufregende Actionsequenzen aus. Das steht alles hier. Okay. Ist so. Ja, ich glaub dir das, wenn das alle sagen, dann wird das wohl auch noch kommen, hoffe ich. Muss. Also, nehmen wir das bisher Gesehene einfach mal als formidable filmische Vorspeise und freuen uns auf den actionreichen Spannungshauptgang, der ja wohl jetzt folgen dürfte. Denn wie behauptete Dr. Kollagen schon so herrlich dystopisch düster im ersten Akt? Denken Sie immer daran, die Menschheit ist bereit zu ihrer Ausrottung.
zu ihrer Selbstzerstörung. Ich werde ihr den einzigen Ausweg zeigen. Entweder wir kontrollieren die Gesellschaft oder sie zerstört sich selbst. Das hören wir allerdings auch nicht zum ersten Mal in unserer Geschichte. Mal sehen, ob es diesmal klappt. Film ab! Das darf ich ja heute sagen, oder? Ja, sicher. Ich halte mich da raus. Film ab! Nur zur Sicherheit. Baroni Investments, Miss Gale, was kann ich für Sie tun? Ich bin's, Penny. Oh, hallo. Auch hallo. Oh, Darling, rede nicht mit mir, wenn du schlechte Laune hast. Nimm dir frei. Aus welchem Grund? Ich habe gekündigt. Ich bin in 20 Minuten bei Crockett's. Judy, ich gehe Mittagessen. Na, Hartelling, was hat Divisions Commander Bugler denn so gesagt? Calderin ist gefeuert. Ich bin Projektleiter ab jetzt. Sie? Er gab mir 60 Tage. 60 Tage für was? Zur Fertigstellung des Produkts. Das ist unmöglich, das ist nie zu machen. Was ist, wenn Sie es nicht schaffen? Dann wärst du Projektleiter. Oh. Möchten Sie meine Pommes frites aufessen? Das ist falsch, das ist doch nur das Verzeichnis. Halt den Mund, ja? Halt bloß den Mund. Sei still, okay? Also, ich kann keinen Sequenzschaltkreis ohne Impulsstromgeber testen. Ohne dessen Kraft ist ein Test unmöglich. Ach, Calderin, das ist Ihr Monster. Den Durchblick kriege ich nie. Warte. Willard, gib mal alle Impulscodes ein. Das aktiviert die Leitung. Wir könnten unten einsteigen und finden die Schaltkreise per Hand. Was meinst du? Großartig. Ich nehme an, solange da kein Strom auf der Leitung ist, ist das okay. Aber wir haben keine Sperrverrichtungen für diesen Raum. Und wenn jemand hier eventuell, ich meine, bevor wir wieder zurück sind. Hör auf, das hier ist doch kein billiger Science-Fiction-Film. Ich meine, was könnte schon schlimmstenfalls passieren, Willard? Nun, wissen Sie, erstens... Ich sage dir, kümmere dich nicht darum. Das ist negatives Denken. Denk positiv. Ja, gut. Ich denke, wir sind positiv verrückt, wenn wir all das hier versuchen. Oh Mann, oh Mann. Hautelling? Wir müssen es nur für die Medien in Gang bringen. Es braucht nur durch den Raum zu wirbeln, für die Kameras. Wir haben 60 Tage Zeit und wir haben Calderon über ein Dutzend Mal assistiert. Ich sehe es schon vor mir. Ich werde letztendlich Projektleiter sein. Hey,
Hey, Baby, schieb mir mal deine 7 Nummern rüber. Die Telefonnummer, Mama. Weißt du nicht die Telefonnummer? Hey, Baby, sieh mich an. Glaubst du, ich habe in meinen Augen den bösen Blick? Alle schaust du an, nur mich nicht. Bist du mir böse oder sowas? Weiße Arroganz, verstehe. Schuh-Boogie, du gehst wirklich zu weit. Noch ein Bleichgesicht, das seinen Fuß in das Antlitz eines armen Indianers tritt. Ich danke Gott dafür, dass meine Vorfahren in die ewigen Jagdgründe geritten sind. Sie müssen dies hier nicht mehr mit ansehen, diesen Rassismus. Du bist kein Indianer. Sieh diese Wangenknochen bitte, Baby. Entweder bin ich ein Indianer oder schwul. Und weil, naja, muss ich wohl ein Indianer sein. Musst du nicht staubsaugen oder aufwischen? Nun, Darling, ich werde dir beweisen, dass ich ein Indianer bin, ein direkter Nachkomme von ihnen. Mein Stamm sind die Rothand-Apachen. Wir haben einen Brauch, der heißt der Blutadler. Wenn ein Häuptling im Kampf einen Feind fängt, den er wirklich respektiert, lässt er ihn wählen, auf welche Weise er hingerichtet werden möchte. Oh, das ist ekelhaft. Geh irgendwo anders hin. Nein, Baby, hör zu. Ich habe das alles gelernt. Verstehst du, wenn dieser Krieger beweisen wollte, wie tapfer er wirklich war, hat er darum gebeten, durch den Blutadler zu sterben. Okay, ich frag ja schon. Ekel mich weiter an. Also, was ist der Blutadler? Hör gut zu. Der Krieger, der liegt da auf der Erde und an Armen und Beinen ist er gefesselt. Die Enden der Strecke befestigt man an 4 verschiedenen Pferden. Die Pferde kriegen einen Klaps auf den Hintern und rennen in 4 verschiedene Richtungen. Nun, der Kerl, du verstehst. Das ist scheußlich. Nicht doch, das ist geil. Ich sag dir, wenn du eine Rothaut nimmst, willst du nie aus dem Bett. Musik fehlt. Ich brauche jetzt meine Musik. Hey, was ist los mit dir? Sieht aus, als ob er keinen Piep mehr von sich gibt. $3.99 für die Batterie und keine Musik. Irgendwer schuldet mir $3.99. Jemand in diesem Labor bekommt ganz große Schwierigkeiten mit mir. Sowas kann man mit uns kleinen Leuten nicht machen. Wir kleinen Leute haben auch mal die Nase voll. Wie lange brauchst du für die Steaks? 20 Minuten. Okay. Oh, ich habe vergessen, die ganze Holzkohle ist aufgebraucht. Ich möchte aus meinen Klamotten raus. Muss ich noch mal los? Lady, Sie haben eine gute Verhandlungsstrategie. Ich mariniere das Fleisch, mache den Salat und du fährst zum Supermarkt. Das nenne ich ein Angebot. Sicher, wir sind Partner. Oh. Niemand kriegt ein blaues Auge, wenn man Steak in der Hand hat. Ich bin gleich zurück. Gut, bis gleich. Willett? Hey, Willett! Ja? Ja, was ist? Willett, wir haben da einen Impulsstrom, der in die Leitung hineinläuft. Ich frage mich, wo kommt der her? Wo er herkommt? Viel schlimmer, wo geht er hin? Können Sie einen Dollar wechseln? Verschwinde hier, du Arschloch.
Hör zu, Dreckskerl. Wir gehen jetzt rüber zu meinem Wagen. Und ich werde dein Autokennzeichen an die Polizei durchgeben. Aber wenn du für einen Dollar Wechselgeld hast, kann dir das ungefähr 30 Sekunden Vorsprung geben, bevor ich die Nummer durchgebe. Capito, amigo? Passiert gar nichts. Wo ist der Wagen? Wo ist der Wagen? Blondie, was hast du gemacht? Ruhig, mein Freund. Okay, Blondköpfchen. Du kannst zusehen. Du kannst zusehen, wie ich hier das Hirn aus dem Schädel puste und sich überall auf dem Boden verteilt. Nun, was willst du jetzt tun? Mich aufhalten? Vielleicht mit dem Zeitungspapier? Ich habe mehr als nur Zeitungspapier. Und du darfst raten, was es ist. Ich dich auch, Schatz. In ein paar Minuten. Ich weiß. Klar. Bis dann. Captain? Füllen Sie das hier einfach alles aus. Ich unterschreibe dann für Sie. Sie hatten genug Schwierigkeiten. Fahren Sie ruhig nach Hause. Vielen Dank, Moki. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie mich decken. Es war ein langer Tag. Und er scheint einfach nicht enden zu wollen. Hier haben Sie ihn. Legen Sie heute keinen mehr um. Die Jungs vom Unfalldienst haben es nicht gern, ständig Leichen aufzusammeln. Ich auch nicht so sehr, Moki. Nochmals danke. Keine Ursache. Captain? Sie wissen, dass Sie richtig gehandelt haben. Aber Sie sind kein Streifenpolizist. Gehen Sie lieber wieder in Ihr nettes, kleines Laboratorium zurück. Sie haben recht, Moki. Ja, überlassen Sie uns die Straßen. Sie haben ja Ihre Chemie. Richtig. Wenn ich mich nicht weiter um meine Forschung kümmere, werden euch die Straßen noch lebendig auffressen. Haut und Haare inklusive. Ich verstehe es nicht. Alles, wirklich alles, was über Batterieschaltung läuft, ist wirkungslos. Ja, ich weiß. Alle Batterien, alle Speicheraggregate und Energiereserven sind leer, sind aufgebraucht. Da stimmt was nicht. Du denkst doch nicht. Oh nein, nein, nein. Nein, ich möchte überhaupt nicht denken. Schon gar nicht über etwas nachdenken. Na, wie geht's dir, Bruder? Sieht doch alles gut aus, oder? Komm schon, wir haben noch viel zu tun. Nur weiter so und ich kündige.
Verzeihung, Mann. Kann ich dich eintragen für den Polizeiball? Was ist mit dir los, Kumpel? Ist wohl mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden heute Morgen. Ich sollte im Verweis gehen. Piekfeiner Polizei, Akademiesack. Gott schützt uns davor. Edwards hat wohl alle Energiereserven unten im Keller entladen. Ja, ich weiß nicht. Sie wissen ja, was ich gedacht habe, aber hier im Raum hat sich nichts verändert. Wir haben die Aktivierungssequenz für das Produkt eingegeben und unten die Relaiskabel abgesucht. Weiter nichts. Ja, das mit der Aktivierungssequenz war wohl ein Fehler, glaube ich. Nach den Flitterwochen Arbeit suchen, Greg. Das ist mein Entschluss. Was meinst du damit? Was für eine Arbeit? Alles, was du bisher getan hast, war zur Schule zu gehen. Es gibt nicht viele Jobs, wo man in der Klasse sitzt, einen Test schreibt und Schulpartys feiert. Warum sagst du sowas? Bloß weil ich heirate, soll mein Leben vorbei sein, bevor es begonnen hat? Natürlich nicht, Sony. Es ist nur sehr peinlich, wenn eine Ehefrau arbeiten gehen muss. Dankeschön. Nimm's nicht tragisch. Vielleicht doch. Weißt du, was es ist? Nein. Es ist die Hochzeit. Ich meine, das ist unser Problem. Du weißt, ich möchte eine feierliche Trauungszeremonie. Nur weil du das schon mal durchgemacht hast, das heißt das doch nicht. Es ist ein barbarischer Brauch, als Jungfrau in die Ehe zu gehen. Idiotisch. Es gehört sich so. Das trennt uns total, Sony. Ich habe mich 3 Wochen auf den Polterabend heute gefreut. Und du, mein Schatz? Du siehst aus, als würden dir beinahe beide Augen aus dem Gesicht fallen. Ist doch keine Trauerfeier gewesen. Ich werde nach den Flitterwochen arbeiten gehen. Okay, ich mache den Vorschlag, Sony. Ja. Hey. Und was? Schlaf bei mir heute Nacht. Ja? Und ich helfe dir, einen Job zu finden nach den Flitterwochen. Es ist 2 Uhr und ich sterbe vor Hunger. Du hast vorhin gegessen. Das ist 5 Stunden her. Möchtest du eine kleine Rast machen? Ja? Ich möchte was essen und die Nachrichten hören. Du wolltest vor unserer Hochzeit doch noch 10 Pfund abnehmen. 5 Pfund, Sony. 5!
Henry, nicht so schnell. Jetzt reicht's, Greg. Halte auf der Stelle an und lass mich raus hier. Du willst raus? Dann raus! Raus aus dem Wagen, raus aus unserer Beziehung, raus, soweit es nur geht! Alles okay, Schatz, sei Polizeibeamter. Polizeibeamter in dieser Gegend hier? Entschuldigen Sie vielmals, Officer. Ich habe gerade meiner Verlobten erzählt, wie hervorragend ihr in dieser Gegend mit dem ganzen Gesindel aufräumt. Sie haben die gesetzlichen Vorschriften missachtet. Überhöhte Geschwindigkeit. Ihr seid ganz schön hart. Ich bin bereit zu wetten, dass ihr $20 für einen Strafzettel... Hey, hey, was machen Sie? Was soll das? Department Dallas. Captain Calderon, mein Pieper. Hallo, Captain Calderon. Hier spricht Sergeant Mango. Sir, wir haben hier einen Mordfall. Die Leute des Sheriffs fanden das Namensschild eines Polizisten in der Hand des Getöteten. Wir haben es in den Computer eingegeben. Das Resultat war taktisches Versuchslabor. Captain J.B. Calderon, Code 222. Können Sie uns nähere Informationen geben, Sir? Sergeant Mango, zurückhalten. Alles so lassen. Einverstanden? Ist genehmigt. We'll be right back.
haben die gesetzlichen Vorschriften von Schläferz missachtet. Sie haben versucht, umzuschalten. Keine Angst, liebe Zuschauer. Alles nur Spaß. Aber inzwischen haben wir ja wohl auch allen Grund zur Freude, oder? Der unheimliche Rotor ist erwacht und hat sich auf den Weg gemacht, um für Gerechtigkeit und knallharte Action zu sorgen. Ja? Und uns damit nach nur leicht über 45 Minuten Film auch schon den ersten Terminator Robomotor Law and Order Leberrotor zu bescheren. Hui! Na, das wird noch eine feuchtfröhliche Sause heute, oder? Ha, jetzt halt aber mal endlich die Fresse, verdammt nochmal! Oder ich hub dich kaputt! Aua! Das ist ja wirklich moralisch das Allerletzte. Jetzt hier auf gute Laune und verschissene falsche Fröhlichkeit zu machen, obwohl du ganz genau weißt, was du wieder mal für eine gigantische Riesenscheiße gebaut hast. Ich lese einfach mal aus deinen tollen, selbst recherchierten Kritiken, die du heute ja schon so oft zitiert hast. Ja. Okay, hier. In Blue Steel verbindet sich das Stilbewusstsein von Catherine Bigelow mit dem gesellschaftskritischen Impuls des Produzenten Oliver Stone. Ja. Oder auch besonders beeindruckend zeigt sich wieder einmal Jamie Lee Curtis, die hier eine der besten Leistungen ihrer bisherigen Karriere abliefert. Na, Herr Superschlau möchte gern Rotor? Fällt uns da vielleicht eine Kleinigkeit auf in diesen Zeilen? Ich gebe mal einen Tipp. Stichwort Jamie Lee Curtis zum Beispiel. Ja, jetzt wo du es sagst, die ist seltsamerweise bisher noch gar nicht aufgetaucht, ne? Obwohl es langsam ja vielleicht doch mal an der Zeit wäre und... Ja, Mann, die wird auch gar nicht mehr auftauchen, du Riesenhornochse. Weil sich die von dir zitierten positiven Kritiken nämlich nicht auf den Robocop-Kackstreifen-Blue-Stil von 1987 beziehen, der bei uns unter dem bumsbescheuerten Scheißtitel R.O.D.O.R. nur in verfickten Drecksvideotheken erschienen ist, sondern auf den wesentlich bekannteren Echt-Cop-Thriller Blue-Stil von Catherine Bigelow mit Jamie Lee Curtis von 1990. Der übrigens auch in Deutschland als Blue Steel erfolgreich im Kino lief. Naja, okay, gut. Also ein kleiner Fauxpas, der schließlich jedem mal passieren kann. Es ist ja auch verwirrend. Und das heißt ja nicht automatisch, dass unser Blue Steel deshalb ja gleich wirklich schlecht sein muss. Doch! Genau das heißt es, weil wir nämlich bei Schläferz sind. Und weil unser Film gerade mal kleinköttelige 2,7 Punkte bei IMDb und in der gesamten Zeit seiner unwürdigen Existenz nicht eine einzige positive Kritik erhalten hat. Weil er nämlich ein von Diplom-Dilettanten verbrochener, überdimensionaler Haufen überkochender Riesenscheiße ist. Sieh doch selbst! Ich sag dir, wenn du eine Rothaut nimmst, willst du nie aus dem Bett. Musik fehlt. Ich brauche jetzt meine Musik. Ja gut, ein chronisch asynchron sprechender, eklig sexistischer Reinigungsindianer, der mit seinem Kirmeskamm und einem 10-Dollar-Walkman die millionenschweren Hightech-Forschungsgeräte kurz schließt und dadurch einen mordgierigen Killer-Kybernauten mit Exoskelett, aber seltsamerweise doch menschlichem Fleisch plus Haut und Schnurrbart drumherum aktiviert. Ich gebe zu, das spricht nicht wirklich für einen Top-Film aus der ersten Liga. Brrr, erste Liga? Erste Liga? Beim Fußball wäre das noch nicht mal allerunterste Kreisklasse der blinden Beinamputierten mit Hexenschutz. Ganz zu schweigen von R.O.T.O.R., der gnadenlosen, terminatoresken Meuchelmordmaschine. Ich meine, schau dich doch mal an! Da kriegt ein Schwarzenegger vor Scham doch Muskelschwund. Und Robocop steckt schreiend die Finger in eine Steckdose. Du siehst doch nicht aus wie eine unbesiegbare Eliminierungseinheit aus der Zukunft, sondern höchstens wie ein unterbezahlter Verkehrspolizist aus Fallingbostel, der an einer kaputten Fußgängerampel als Schülerlotse aushelfen muss. Du bist doch sogar zu blöd zum Geradeauslaufen. Hm.
Naja, da mussten vielleicht anfänglich erst einmal die Bewegungsprogramme kalibriert und die Geradeausigkeit justiert werden. Ich meine, der hat ja auch ewig in dieser Rotlichtdampfglocke gelegen, der arme Kerl. Aber dann, als er endlich im Namen von Law and Order den ersten Schwerverbrecher überführen konnte, du, da hätte ich mich aber nicht mit mir anlegen wollen. Sie haben die gesetzlichen Vorschriften missachtet. Überhöhte Geschwindigkeit. Ihr seid ganz schön hart. Ich bin bereit zu wetten, dass er $20 für einen Strafzettel... Hey, was machen Sie? Was soll das? Ja, toll. Einen unbewaffneten Temposünder abballern. Wow, das ist ja fast so toll wie Oma Breitarsch, die mit ihren Killerbacken einen betäubten Hamster platt setzt. Na, aber dann reicht es auch schon, dass Mutti dreimal auf die Hupe haut, damit der feine Herr Science-Fiction-Superbulle sich wegen Aua die Öhrchen zuhalten muss und gar nichts mehr macht, der Versager. Vielleicht sollte man ja auch nicht mehr Rotor nennen, sondern lieber Rollator. Ein einziges Opfer nach fast einer Stunde. Mehr hat die Lusche bisher nicht auf dem Zettel. Gut, einen Extrapunkt gab es allerdings für Mobbing und seelische Grausamkeit. Also das war schon ziemlich fies von ihm. Nee, das hat echt wehgetan da. Oh, Verzeihung mal. Kann ich dich eintragen für den Polizeiball? Oh. Was ist mit dir los, Kumpel? Ist wohl mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden heute Morgen. Ich sollte im Verweis gehen. Piekfeiner Polizei, Akademiesack. Dort schützt uns davor. Mann, oh Mann. Wirklich, immer nur spotten und meckern. Nun lass mich doch. Also ihn. Und wir haben ja gerade erst angefangen mit unserer Schicht. Wart mal ab. Was ich gleich noch für eine Schneise aus Tod und Vernichtung durch das Land ziehe. Da wirst du heulend und zitternd vor dem Bildschirm sitzen. Und überhaupt, du bist ja nun auch nicht gerade das, was ich mir unter einem brillanten Wissenschaftler und ausgezeichneten Top-Polizisten vorstelle. Aber bitte? Ja? Bitte? Also mein lieber Rüttenrotor, hüte deine eiserne Zunge. Schau dir mal an, wie obercool unser Dirty Doktor diesen bösen Butzemann mit dem aufgemalten Vollbart und der vererbten Synchronschwäche erledigt hat, ne? Ha, das war Wissenschaft pur. Das war wie Clint Eastwoods Onkel oder ein durchgedrehter Drosten mit Wumme. Na los doch, Covid. Make my day. Okay, Blondköpfchen. Du kannst zusehen. Du kannst zusehen, wie ich hier das Hirn aus dem Schädel puste und sich überall auf dem Boden verteilt. Nun, was willst du jetzt tun? Mich aufhalten? Vielleicht mit dem Zeitungspapier? Ich habe mehr als nur Zeitungspapier. Und du darfst raten, was es ist. Ja gut, den hast du erwischt, aber den im Auto hast du einfach so wegfahren lassen und den dritten hat die bedrängte Kung-Fu-Hausfrau ganz ohne Hilfe selbst erledigt, mit der Mauke an der Gurgel, ja, bis er kotzen musste. Obwohl der junge Mann anscheinend den Laden ja gar nicht ausgeraubt hat, sondern nur gerade mit Bier, Chips und Zeitschriften vom Einkaufen zurückkam. Ja, in Texas darf man sich halt noch selber schützen. Da braucht man für die eigenen Füße noch keinen Waffenschein. Fassen wir also zusammen. Über die Hälfte ist rum, passiert ist immer noch nichts, aber der mechanische Mofa-Schnäuzer ist schon mal aufgetaucht und hat eine Scheißlaune. Ja, das lässt zumindest hoffen, dass wir den Rest nicht mehr komplett nüchtern mit Staubkehle und Leberdürre ertragen müssen. Und Dr. Kolarum, also ich, ne, bin ihm auch auf den Fersen. Das heißt, höchstens noch 15 Minuten stumme Autofahrbilder und Ein- und Aussteigen und ein Dutzend sinnfreier Hörspielpassagen, dann sollte ich ihn irgendwann auch geschnappt und totgetrötet haben. Film ab, Film ab! Oh, jetzt habe ich auch schon so ein Echo. Echo. Und Hände weg von der Fernbedienung, sonst muss ich sie eliminieren. Thank you.
Bitte helfen Sie, ich werde verfolgt. Ich brauche den Sheriff oder die Highway-Polizei. Augenblick, bleiben Sie dran. Ihr Name bitte. Sonny, Sonja, Garrett, hören Sie. Sie müssen mir helfen, bitte. Hier ist ein Mord passiert. Und ein Polizist auf einem Motorrad versucht auch mich umzubringen. Warten Sie einen Moment. Schnell, ja. Sind Sie dort dran, Ma'am? Wo sind Sie? Wer spricht da? Hilf Sheriff Walter Dean, Miss Garrett. Können Sie den Polizisten auf dem Motorrad identifizieren? Nein, ich meine, ja, der legt hier jeden um. Er hat meinen Verlobten getötet und als nächstes wird er mich umbringen, wenn Sie nicht ganz schnell hierher kommen und mich retten. Ich flehe Sie an, kommen Sie und helfen Sie mir. Wo sind Sie, Ma'am? Ich weiß nicht. Eine alte Tankstelle an der 120 West. Nähe Ausfahrt der 643, aber ich kann nicht hierbleiben. Sie werden da bleiben müssen, Ma'am. Wir dürfen hier nicht weg, aber ich verständige sofort die Polizei in Dallas. Die ist zuständig für den Zweck. Hören Sie, Sie verstehen nicht. Er ist hinter mir her, Mann. Ich kann nicht hierbleiben. Ich werde sofort losfahren. Okay. Welche Straße? Welche Richtung? Bundesstraße 919. Nach Süden. Verurteilen und hinrichten, oh mein Gott. Projektleiter Willard? Willard? Calderon. Was habt ihr mit dem Rotor gemacht, nachdem wir seine Grundbefehle eingegeben haben? Befehle lauteten, warum, Sir, stimmt irgendetwas nicht? Was habt ihr gemacht, nachdem ich weg war? Nun, wir haben versucht. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Wir haben die Aktivierungssequenz für das Produkt eingegeben, sind dann nach unten gegangen und haben die Relaiskabel abgesucht. Als wir zurückkamen, waren alle Kraftreserven im Raum entladen. Entladen? Ja, Sir. Was hat sie entladen? Sir, ich weiß, was Sie jetzt denken, aber ich habe persönlich nachgesehen und er war noch da. Ja, du hast nachgesehen, aber du hast die Anzeige auf dem Bildschirm nicht überprüft. Nein, warum? Rotor ist draußen. Verstehe. Dann würde ich die Gelegenheit gern wahrnehmen und von meinem Posten in dieser Firma zurück. Hier ist Captain Calderon. Ich möchte Sergeant Mango. Beeilen Sie sich. Sergeant Mango, gut, dass Sie anrufen, Captain. Hören Sie, ein Polizeiroboter ist draußen auf den Straßen. Ja, Sir. Hilfs-Sheriff Dean hat mich gerade verständigt. Eine Sonja Garrett hat von der 120 West angerufen. Sie sagte, eine Streifenpatrouille auf einem Motorrad hätte ihren Verlobten erschossen und wäre jetzt hinter ihr her. Was hat er gesagt zu ihr? Sie soll weiterfahren, bis die Polizei von Dallas kommt. Gut. Niemand schreitet ein, bevor er nicht von mir hört. Commander Bugler? Calderon. Was wollen Sie, Calderon?
melden, dass Ihr Wunsch in Erfüllung gegangen ist. 59 Tage früher. Ich hoffe, Sie verkraften das. Was soll der Unsinn, Mann? Sie wollten das Produkt. Nun haben Sie es. Es hat schon jemanden getötet. Was? Rotor. Die Männer, denen Sie die Leitung übertragen haben, haben ihn aktiviert. Er hat sich selbst den Einsatzbefehl gegeben und ist los. Sein letztes Programm war der Grundbefehl. Schluss jetzt, Calderon. Ein Grundbefehl, der in etwa 50 Jahren in Kraft treten sollte. Der Grundbefehl heißt, Urteile zu sprechen und zu vollstrecken. Er stellt den Verbrecher, verurteilt den Kriminellen und vollstreckt das Urteil. Täter auf der Strecke geblieben. Das Recht hat gesiegt. Kein Wort mehr. Melden Sie dem Senator, Roto habe eine Gruppe Nonnen überfahren, um einen Fußgänger zu schnappen, der bei Rot über die Kreuzung ging. Wenn wir keine Gewalt anwenden, ist er nicht mehr zu stoppen. Er war noch nicht fertig. Seine Gehirnfunktion ist noch unvollständig. Er kann nicht überlegen, nicht denken. Er kann seinen Grundbefehl nicht ändern. Er ist wie ein Hürdenläufer, der alles umrennt, was im Weg steht. Da Sie eines Ihrer Experimente außer Kontrolle geraten ließen, Calderon, überdenken Sie nochmal Ihren Rücktritt. Und retten Sie Ihren eigenen Arsch, bevor der Senator es erfährt. In Ordnung, Bugler. Ich werde ihn zurückbringen. Aber wenn ich das geschafft habe, werde ich damit geradewegs dem Stadtrat den Rachen stopfen. Motor ist nicht mein Problem. Sie haben recht, Jugler. Ich bin Ihr Problem. Moment mal, was soll das? Guten Tag. Tut mir leid wegen des Fernsehers, aber der muss laufen, bis die Rennergebnisse durch sind. Möchten Sie vielleicht einen heißen Kaffee? Einen Kaffee? Ja, gern. Ja. Mit Sahne und Zucker, Mann? Mhm. Hier ist Captain Calderon. Ich rufe Sergeant Mango. Äußerst dringend. Sergeant Mango? Sonja Garrett. Wo ist sie? Ich muss sie unbedingt finden. Allein. Sind Sie verrückt? Na, warte. Macht der Typ der Schwierigkeiten?
regelst du ja den Verkehr. Mach hier nur keinen Scheiß, Bulle. Na, wie wär's jetzt mal mit dem richtigen Mann, du kleines Arschloch? Runter, durch die kleine Luke nach unten. Ja, da! Wenn Sie auf dem Abzug drücken, wird man überall auf dem Parkplatz kleine blaue Pünktchen Scheiße aufsammeln müssen. Sonja Garrett, bitte kommen Sie. Melden Sie sich. Wer spricht da? Sonja Garrett, sind Sie dran? Ja, ja, wer ist da? Sind Sie unverletzt? Ja. Ich bin Captain Barrett Calderon. Ich bin eben mit dem Rover in die Tankstelle reingefahren. Ich habe versucht, Sie zu finden, bevor der Polizist auf dem Motorrad Sie wieder einholt. Was ist denn?
ist hinter ihnen her. Ich glaube, er ist kampfunfähig. Zumindest sein Motorrad. Hören Sie mir zu. Der Name des Polizisten ist Rotor. Er war programmiert und ist außer Kontrolle geraten. Fahren Sie nicht nach Hause. Fahren Sie immer weiter und halten Sie nirgendwo an. Ich werde Hilfe holen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Vielleicht Stunden. Sie müssen so lange weiterfahren, bis ich zurückkomme. Sie müssen ihm als Köder dienen. Halten Sie so lange aus. Werden Sie es schaffen. Ja. Möglicherweise. Helfen Sie mir, Sonny. Helfen Sie mir, Ihnen zu helfen. Dieses Ding ist durchgedreht. Solange er hinter Ihnen her ist, kann er keine Massenmorde begehen. Augenblick mal. Wovon reden Sie überhaupt? Sie sagten Ding. Was meinen Sie damit? Antworten Sie mir. Sie treffen mich. Kennen Sie den Lake Dallas? Irgendwelche Fischerhütten da draußen am See? Nein, keine einzige kenne ich. Nur die Straße, die da vorbeiführt, an den Cairns. Gut. Da gibt's ein großes Schild. Cairns Angelhütte. An der linken Seite, ja. Jetzt hören Sie genau zu. Die treffen mich dort heute Nachmittag 4 Uhr. Werden Sie das schaffen? Hatten Sie ihn mir vom Leib, den verdammten Kerl-Captain? Haltet durch, Sonja! Vermittlung. Ich brauche ein Gespräch mit Houston, Texas. Unser Code 713. Es begrüßt Sie der Anrufbeantworter. Bitte nennen Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und den Grund Ihres Anrufs. Ich rufe zurück. Wenn Sie Dr. Steele sind, ich bin Barrett Calderon. Es ist 5.45 Uhr morgens. Wir kennen uns nicht, aber ich brauche Sie. Ich warte am American Airlines Schalter in Dallas, bis Sie eintreffen. Rotor hat sich aktiviert und rast durch die Gegend. General, warum schalten Sie mir mein Radio aus? Maschine genommen, die möglich war. Schneller ging's nicht. Tut mir leid, dass wir uns bei solch einer Gelegenheit kennenlernen müssen. Es ist wie wenn sich alte Freunde wieder treffen. Wir haben schließlich die Forschungsunterlagen des anderen gut studiert. Ihre Entwürfe für das Kampfgestell sind die brillantesten, die ich je gesehen habe.
Ohne Ihre Forschungsarbeit wären Sie wertlos. Er ist jetzt draußen. Wir haben ihn gemacht und er tut jetzt, was wir ihm befohlen haben. In der Wissenschaft darf kein Versehen passieren. Fehler dürfen einfach nicht sein. Wir bauten den perfekten Gesetzeshüter. Einen, der durch blutige Straßen und brennende Städte gehen kann. Der noch am Rande der Zerstörung in seiner Funktion perfekt und gesetzestreu ist. Sehen Sie aber bloß, was bis jetzt schon passiert ist. Menschliches Irren. Und nun soll ich ihn zerstören oder ausschalten. Sie wissen, dass das unmöglich ist. Ja, wahrscheinlich. Außer mit dem hier. Der Deaktivierungsschlüssel? Ach, kommen Sie. Nun, Sie mögen recht haben. Vielleicht ist es unmöglich, aber sagen Sie mir eins, Dr. Steele. Können wir ihn unschädlich machen? Sie haben den Schlüssel. Gemacht. Also frage ich noch einmal, kann er gestoppt werden? Das kann ich nicht sagen. Was ich bisher konstruierte, blieb unzerstörbar. Ja, Sir, ich danke vielmals, dass Sie angerufen haben. Guten Tag, willkommen im Lincoln Hotel. Darf ich fragen, ob Sie reservieren müssen? Steele, C.R. Steele. Wir spielen hier schließlich nicht mit Konservendosen. Dies ist Realität. Dr. Steele. Ja, hier, Zimmer 222. Großartig. Was? Das ist die Kennnummer von ihm. Abergläubisch, hä? Könnte ich ein anderes Zimmer haben? Es hat keinen Sinn, die Wirklichkeit zu sehr herauszufordern. Was habe ich noch anlässlich Rotors Taufe gesagt? Erster Prototyp des Bataillons der Zukunft. Auf dem Schlachtfeld der Autobahn von morgen bist du das Gesetz, der Richter und Vollstrecker. Jetzt frage ich mich, haben wir Gott gespielt, indem wir künstlichen Atomen Leben eingehaucht haben? Haben wir unsere Grenzen überschritten? Wie hatte Milton noch gesagt, habe ich die Schöpfer je gebeten, mich aus dem Lehm zu formen, mich aus dem Dunkel ans Licht zu holen? Ist es nun seine Schuld, dass er so geworden ist, oder unsere? Nun, ganz egal, er ist aktiviert, 25 Jahre zu früh. Wir werden ihn holen. Welcome back to r.o.d.o.r. Einem wirklich mehr als würdigen schlechtesten Film aller Zeiten. Ein Schläferz, wie er im Scheißfilmbuche steht. Bei dem wirklich alles vergeigt wurde, was man nur vergeigen kann und noch viel mehr. Und nachdem das kleine Missverständnis von unserem lieben Scheißebaupäter mit den positiven Kritiken zum falschen Film nun auch beseitigt wurde, dürfen wir endlich ganz offen und unumwunden zugeben, wie scheiße die ganze Netzhautwichse hier doch in Wirklichkeit ist. Ja, was für ein entspannendes und befreiendes Gefühl, liebe Zuschauer. Naja, also ich finde, da tust du unserem Rotarier aber doch auch ein wenig Unrecht, ja? Recht, ja? Auch wenn er sich erstmal ein Stündchen Zeit genommen hat, um auf die richtige Betriebstemperatur zu kommen und die Spannungsflamme auf Zimmertemperatur zu drehen, im letzten Teil gab es dafür ja wohl Action satt mit Nachschlag. Da erlaubte man uns keine Atempause, noch nicht mal eine beruhigende Hörbuchphase zum Runterkommen. Nehmen wir uns deshalb ruhig mal die Zeit und gönnen uns die bisher wohl atemberaubendste Fight-Sequenz.
Die komplette History of 80er Jahre Actionfilm Kampfkunst in nur 45 Sekunden als Konzentrat. Ganz großes Kino. Regelst du hier den Verkehr? Mach hier nur keinen Scheiß. Bulle! Na, wie wär's jetzt mal mit dem richtigen Mann, du kleines Arschloch? Ja, wow, wirklich atemberaubend, ne? Pures Adrenalin. Da spürt man quasi die lauwarme Milch durch die Adern pumpen. Ich glaube, wenn man dazu bei den Zuschauern den Blutdruck gemessen hätte, wären 80% des Publikums für klinisch tot erklärt worden. Mann, was ist denn heute los mit dir? Das war doch gar nichts. Ein besoffener Bubi im Jeans-Schlafanzug, ein Opa mit einem abgebrochenen Kung-Fu-Kurs von der Volkshochschule und am Ende ein tuntiger Muskelhorst, der sich gleich freiwillig das Unterhemd vom Brustkorb reißt und auf die Knie geht, weil er am Anblick von unserem YMCA-Lederschnauzbart wahrscheinlich dachte, er sei einem schwulen Porno. Ja gut, aber das war ja noch lange nicht alles. Ja, das war doch nur der Action-Appetizer. Das ging doch schließlich gleich und direkt noch viel rasanter weiter. Zum Beispiel bei diesem zugegebenermaßen sehr traurigen Kappenverkäufer in dem wohl trostlosesten Hütekiosk ever mit nur 3 Mützen im Angebot, wo sich aber unsere gejagte Sony vor dem Motorradrotor verstecken wollte. Ja? Und das, ja, das war fast so intensiv wie Schwarzenegger in der Polizeistation im ersten Terminator. Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich zufrieden! Hilfe! Hilfe! Helfen Sie mir! Bitte helfen Sie! Also Entschuldigung! Was war denn das schon wieder für ein erbärmlicher Fuck-up? Für so eine lächerlich laubgesägte Sperrholzhütte hätte der Terminator nicht mal pusten müssen. Die hätte der einfach umgefurzt. Aber unser Rentnerrotor fummelt da drin rum wie Klein Erna in der Tüte vom Losverkäufer auf dem kleinen Kinderrummel, während das Mädel hinten wegrennt. Mensch, hätte er doch einfach rumgehen können. Der batteriebetriebene Polizeipimmel ist doch blöder, als seine eigene Behörde erlaubt. Na, aber wer weiß das schon? Auf drumherumlaufen ist er möglicherweise ja gar nicht programmiert. Und vielleicht war ihm das auch einfach viel zu popelig und lächerlich, diese Pressholzbutze auseinanderzunehmen. Das war unter seiner Würde. Weißt du, so ein Killerroboter, der hat ja irgendwo auch seinen Stolz. Aha. Ja. Und dass er beim Rettungsversuch durch Dr. Holrio ihm und Sony langsamer hinterherlatscht als ein fußkranker Zombie, der nachts aus dem Tiefschlaf erwacht, besoffen zum Pissen aufs Klo schlurft. Ja, dann wieder mal zu blöd ist, sich das harmlose Mädchen zu greifen und bloß wie der letzte Assi sauer aufs Autodach haut, nur um sich danach mehrfach vom Holzfäller Doc in den Rücken schießen und zu schlechter Letzt, ja, ohne Gegenwehr, mit einem magischen Zahnstocher in eine lähmende Schockstarre hypnotisieren zu lassen. Also das fandst du also auch spannend und aufregend, ja? Ja, durchaus. Das hatte was von Dracula, dem Van Helsing das Kreuz vor die Nase hält. Ach komm. Oder nach einem Döner mit Knoblauchsoße direkt ins Gesicht tauchen. Nee. Klassisches Horrorkino. Und das war ja jetzt auch nicht einfach irgendein goldener Türöffner für den geheimen Darkroom im Polizeirevier, den er da hochgehalten hat, sondern der rektale Deaktivierungsschlüssel zur kompletten Ganzkörperabschaltung. Ist doch wohl klar, dass der alten Killermaschine da die Muffe geht. Och, ne, Peter, jetzt sag mal, bist du bekloppt geworden? Oder sind dir die goldenen Sackhaarlocken von Dr. Fukuhila schon ins Gehirn gewachsen? Du bist doch sonst nicht so unkritisch. Was sagst du denn überhaupt zu mir, hä? Also der kurz vor dem Finale noch aus dem Hut gezauberten Top-Wissenschaftlerin, die dabei helfen soll, Rotor zu finden und zu besiegen. Nun, ganz egal. Er ist aktiviert. 25 Jahre zu früh. Wir werden ihn holen.
Naja, da habe ich direkt gedacht, also da habe ich gesagt, eine sehr sympathische und intelligente junge Frau, der man auf den ersten Blick ansieht, dass sie den Großteil ihres Lebens in Bibliotheken verbracht hat, um eine anerkannte Koryphäe im Bereich der künstlichen Neurologie und Roboterei zu werden. Exakt so, wie ich mir eine seriöse Wissenschaftlerin vorstelle. Schluss jetzt! Es reicht mir, Peter, wirklich, es reicht. Ich habe genug von deinem unsinnigen Geschwafel. Okay, ich habe verstanden. Du hast bei unserer neuen Arbeitsaufteilung die Karte mit der sinnlosen Schönlaberei von selbst der allerletzten Scheiße gezogen, die sonst ich immer bediene. Super, toll, Auftrag erfüllt. Schön. Aber jetzt hör doch mal endlich auf mit dem Mist. Das bist doch nicht du. Ich will endlich meinen alten, schlecht gelaunten Peter zurück, der auf gar nichts Bock hat und über alles rummault. Also nochmal, was sagst du zu Dr. Steel? Zu dir? Ja. Ja, wenn ich also wirklich wieder ganz ehrlich sein soll. Bitte. Ja, dann würde ich wohl sagen. Ficken der Fickhölle nochmal! Wer in aller Welt sollte bitte schön glauben, dass diese dumpfdösig blickende Irokesen-Uschi eine weltbekannte Wissenschaftlerin in Kybernetik sein soll? Vielleicht die Oberschenkeltrainerin im Fitnessstudio seiner Mutter oder Türsteherin in der örtlichen Bahnhofsdisco. Aber doch keine Wissenschaftlerin! Es ist, wie wenn sich alte Freunde wieder treffen. Wir haben schließlich die Forschungsunterlagen des anderen gut studiert. Ihre Entwürfe für das Kampfgestell sind die brillantesten, die ich je gesehen habe. Ohne Ihre Forschungsarbeit wären Sie wertlos. Er ist jetzt draußen. Wir haben ihn gemacht und er tut jetzt, was wir ihm befohlen haben. In der Wissenschaft darf kein Versehen passieren. Fehler dürfen einfach nicht sein. Nein! Das nimmt dir doch kein Mensch ab. Ich meine, die kann man doch niemandem als brillante Professorin verkaufen. Bei allem Respekt. Aber die sieht doch höchstens aus wie eine Kreuzung aus russischer Preisboxerin, aus dem sibirischen Wrestling-Gulag und Happe Kerkeling als Königin Beatrix. Ja. Bitte, da ist er doch wieder, unser alter, miese Peter. Ach, so kennen und so lieben wir dich. Ach, Mann. Ach, schön, dass du wieder bei uns bist, wirklich. Ach. Ach, also, was sagst du dazu, dass unser sich gegenseitig Honig um die Rosette schmierendes Konstrukteurskappel hier in Wahrheit ja anscheinend einen feuchten Forscherfurz darauf gibt, was aus der unschuldig gejagten Sony wird? Ich meine, erst sagt der texanische Dr. Frankenstein ihr, sie solle sich mal bitte einfach so lange wie möglich alleine von der Killermaschine jagen lassen, damit der nicht auf die Idee kommt, irgendwo anders Scheiße zu bauen. Und dann wartet er gemütlich, bis Dr. Muskelstahl angeflogen kommt und fährt erstmal in aller Seelenruhe mit ihr ins Hotel zum Einchecken und Frühstücken mit anschließender Fußmassage, anstatt ihr zu helfen. Wir spielen hier schließlich nicht mit Konservendosen. Dies ist Realität. Gut, sei mal ganz ehrlich, das ist ja jetzt schon Stunden her seit der Aktion an der Tankstelle. Also wenn Rotor auch nur zu 5% so gefährlich ist, wie Dr. Klötrian und Dr. Muskelmuschi ihn in ihren Gesprächen immer machen, dann ist das Mädchen schon lange tot. Und das ist die gute Nachricht, dann können wir jetzt auch gehen. Nein, halt, Peter, halt, nein. Vergiss nicht unseren Schläferzeit. Aufgeben gilt nicht. Och, selbst wenn der Film noch so beschissen nicht ist. Nicht der Eid. Solange auch nur eine klitzekleine Chance besteht, dass Sony noch lebt, müssen wir an ihrer Seite bleiben und weiterschauen. Doch. Allerdings nur, wenn sich auch unsere beiden dösigen Doktoren endlich mal bequemen, ihren stinkfaulen Fettarsch hochzuheben und die dicken Beine in die Hand zu nehmen. Es geht schließlich um Leben und Tod, ihr lahmen Pisser! Also lauft endlich los! Zack, zack! Machen Sie bitte den Weg frei. Lassen Sie uns durch. Wir sind auf uns gestellt. Keine Unterstützung, keine Rückendeckung. Ich weiß nicht, was passieren wird. Bis auf das eine. Es läuft nicht nach einem regulären Programm ab. Irgendwas ist mit dem molekularen Speicher in der Rahmenlegierung. Es beeinträchtigt die Gehirnfunktion. Wie das? Er programmiert sich selbst. Er verfügt über mehr Potenzial, als wir uns träumen ließen. Oh Gott. Die Gehirnmatrikel, sie wurden konstruiert wie unsere niederen Gehirnfunktionen. Ohne höhere Funktionen als Kontrolle.
Ein Gehirn ohne ein Herz. Dazu eine unbewusste Erkenntnis. Ein Wille ohne eine Seele. Wenn ich versage, müssen Sie ankämpfen gegen Ihre eigenen Instinkte. Sie müssen Ihr Wissen einer Unvernunft unterordnen. Was meinen Sie damit? Sie müssen sich selber erlauben zu versagen. Ihr Versagen richtet sich gegen ihn. Ihr Versagen ist sein Versagen. Ihre Schwäche ist seine Schwäche. Dann und nur dann können Sie etwas bewirken. Großartig. Außer, dass ich nicht verstehe, was das alles bedeutet. Hoffentlich müssen Sie es nie rausfinden. Mein Lieber, Sie sind das Gehirn. Ich bin nur die Muskelkraft. Ich weiß. Ich habe ihn ab und zu hier auf dem Verfolgungsmonitor. Wahrscheinlich, wenn die Kraftversorgung abnimmt. Er entlädt sich fortlaufend. Ich habe eine Theorie. Ich könnte die Strukturplatten, die ihn stützen, auseinanderreißen. Wenn wir nah herankommen, könnten Sie den Schlüssel benutzen. Wenn ich so nah dran wäre, würde mir wohl kaum einfallen, das Schlüsselloch zu suchen. Also, was würde passieren? Es würde einen Energieverlust verursachen. Seine innere elektrische Kraft würde sich an der Oberfläche entladen. Und dann genau bekämen Sie alles ab. Das wäre es also, wenn ich nah genug rankäme. Es könnte funktionieren. Aber kommen Sie nicht zu nah ran. Die ganze Geschichte war so. Das Mädchen, Sonja Garrett, ist ihm irgendwie in die Quere gekommen. Ein Stoppschild überfahren oder was weiß ich. Roto hat ihren Verlobten erschossen und sie ist abgehauen. Roto ist programmiert, hinterher zu jagen. Ich habe letzte Nacht Verbindung zu ihr aufnehmen können. Sie hat Durchhaltevermögen. Sie ist seitdem ständig nur gefahren. Dadurch hat sie ihn nur auf sich konzentriert. Mein Gott, was haben wir angerichtet? Ich wollte, ich wüsste es. Doch, Mr. Calderon, ich bin hier und er ist hier. Wieso sind Sie denn nicht da? Auf dem Bildschirm. Energieverlust, wir haben ihn. Okay, runter von der Straße und querfeldein. Kennen Sie zufällig einen guten indianischen Fährtensucher? Ich habe früher fast jeden Sommer im Indianerreservat verbracht. Wie wäre es mit mir? Ich bin wie ein Friedhof. Ich nehme jeden Körper. Kommen Sie hier rüber. Okay. Scheiße. Sehen Sie hier? Seine Spur? Bestimmt nicht die von Donald Duck.
beschuldigt, ein schweres Verkehrsdelikt begangen zu haben. Deshalb muss ich Sie bestrafen dafür. Gott, mach, dass es ein Traum ist. Ich bin Rotor. Sie sind schuldig. Sie sind schuldig. Bleiben Sie ganz ruhig, wir haben ihn, okay? Ich hoffe, er weiß es. Rotor! Rotor! Die Übung ist beendet! Das ist alles für heute! Tasche runter! Beeilung! Warten Sie eine Minute noch! Tony, helfen Sie! Binden Sie das Sprengkabel fest! Wir brauchen alle viel Zeit, um herauszufinden, was das für jeden von uns bedeutet. Ich hinterlasse meinen Bericht in meinem Büro. Denn schließlich habe ich eine Ranch, ich habe ein Pferd und eine hübsche Freundin. Und wie Sie habe ich eine Zukunft. Tja, jeden Tag aufs Neue.
Dienst der Gerechtigkeit. Barzahlung bei Lieferung. An Mr. Brett Calderon, Universität Oxford, Naturwissenschaftliche Fakultät. Lieber Brett, wir bedauern sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Onkel Barrett C. Calderon plötzlich und auf tragische Weise verstorben ist. Heldenhaft gab er sein Leben hin im Einsatz für die Menschlichkeit. Da Sie der einzige Erbe sind, werden seine Unterlagen wie sein persönliches Hab und Gut an Sie übergehen. Ich betone nochmals, wie sehr wir den Verlust Ihres Onkels bedauern und dass wir Ihre Trauer teilen. Aufrichtiges Beileid. Earl G. Bugler, Commander. Polizei Dallas. 6 Wochen darauf erhielt ich neben einer beträchtlichen Erbschaft in Form von Geld die Tagebücher meines verstorbenen Onkels. In seinen letzten Eintragungen über den Rotor-Zwischenfall hieß es: Ich hoffe, wir werden lernen, unsere Technologie nicht zu fürchten, sondern die Menschen, die sie benutzen. Ich persönlich glaube, dass er bei seiner Konstruktion der perfekten Polizeikampfeinheit eines außer Acht gelassen hat, nämlich dass die höchste Qualität der Rechtsgewalt auf menschlicher Gnade basiert. Für ein Ende. Ja, das hat uns wohl alle kalt erwischt, nicht? Dr. Baldrian hinterrücks niedergeschossen, Dr. Bürstenschnitt im Muscle-Shot kaputt gequetscht, aber anscheinend bereits als neuer Rotationsroboter im Speziallabor wieder zusammengeschraubt und ein argloser Studentenneffe, der nun ganz plötzlich und unerwartet eine Ranch, ein Pferd und eine hübsche Freundin von seinem toten Onkel Doktor erbt. Denn schließlich habe ich eine Ranch, ich habe ein Pferd und eine hübsche Freundin. Und wie Sie, habe ich eine Zukunft. Okay, da hat er sich dann allerdings doch geirrt. Aber auch sonst bleiben noch jede Menge Fragen offen. Sehr richtig, sehr richtig. Ich fange gleich mal an. Auch wenn Trump vor wenigen Jahren behauptet hat, er könne ruhig auf offener Straße jemanden niederschießen, ohne dass es für ihn Konsequenzen hätte, war es 1987 nicht selbst für einen fiesen Korruptionsminister der US-Regierung ein klein wenig gewagt, am helllichten Tag direkt vor der Tür des Polizeigebäudes vor aller Augen einem unbewaffneten Mann von hinten in den Rücken zu ballern? Zweite Frage. Wie gelingt es unserem Irokesen Popeye aus dem Science Bootcamp eigentlich, zuerst patschnass im Wasser gegen den Rabaukenrotor zu kämpfen, dann aber direkt danach an Land wieder komplett trocken geföhnt mit ihm zu ringen und vor der eigenen Zerquetschung ihm auch noch die Strukturplatten im Brustkorb auseinanderzureißen, ohne dabei seine bis zum Hals geschlossene Motorradjacke zu beschädigen, die danach ja immer noch völlig intakt ist, als er wie das letzte Rottelopfer überlegt, ob er nun in die offensichtliche Cartoon-Falle treten soll oder lieber doch nicht. Komm schon, du Monster! Was ist los mit dir? Benutzt du zum Denken jetzt mein Gehirn? Denkst du, ich hab dich in eine Falle gelockt? Genug! Frage Nummer 3. Wie schafft man es, mit nur einer singulär ausgelegten Fußfessel und einem einzigen frontalen Lassowurf zusätzlich noch 3 weitere seitliche Fesselschnüre an einem beweglichen Zappelziel anzubringen und diese dann mit nur einem einzigen Auto in wiederum 4 verschiedene fickende Richtungen zu ziehen und sie am Ende in der komplett freien Mitte detonieren zu lassen? Stopp! Bevor du die 4. der zu erwartenden 7463 weiteren Logikfragen stellst, möchte ich mit der allerwichtigsten kurz dazwischen grätschen, denn die hebelt vielleicht alles bisher Gesehene komplett aus und könnte uns gewissermaßen den filmischen Boden unter dem Sessel wegziehen. Denn wie bitteschön erklären wir uns die Szene vom Anfang, die ja eigentlich direkt im Anschluss des eben gesehenen Endes passiert sein soll? Rufen Sie die Polizei! Paul, ruf 911!
Du Schwein, jetzt hab ich dich. Er hat eben eine Polizeistreife getötet. Ich hab's gesehen. Ganz eindeutig ist es hier tief in der Nacht. Sony ist anscheinend mausetot. Dr. Kollagen ist grün und blau geprügelt. Sein Hemd zerfetzt und ein Jäger der Nachbarschaftswache hält ihm ein Schießgewehr unter die Nase mit der Behauptung, er hätte just den Mord an einer Polizeistreife beobachtet. Ja, absolut korrekt. Aber was willst du damit sagen? Na, schau doch, Peter. Im Finale, das wir gerade gesehen haben, da schien die Sonne. Sony war quicklebendig und trug auch noch ihre rote Jacke. Und der Doc hatte weder zerbeulte Fresse noch kaputtes Hemd. Alles war easy. Das heißt, du willst sagen, dass... Ja, exakt. Ich glaube, alles, was uns hier gezeigt wurde, war nichts weiter als eine Illusion. Denn eigentlich spricht ja die ganze Zeit nur der Fetzenhemd-Doc, den wir zu Beginn getroffen haben. Machen Sie Ihre Aussage für das Protokoll. Und erzählt seine Version der Ereignisse. Aber können wir denen auch glauben? Es beeinträchtigt die Gehirnfunktion. Wenn wir der Logik folgen, dann war nur die Anfangsszene real. Ich glaube, hier ist ein Mord passiert. In Wirklichkeit war Dr. Calderon nichts als ein wahnsinniger Stalker. Schon als solcher geboren, Sir. Der auf manische Weise in Sony verliebt war. Wo ist sie? Ich muss sie unbedingt finden. Allein. Weshalb er sie in der Nacht nach dem Polterabend verfolgte und ihren Verlobten tötete. Du Monster! Den Rest können wir nur vermuten. Ich denke, er jagte sie tagelang durchs ganze Land. Bitte helfen Sie, ich werde verfolgt. Bis er sie erwischte. Sie wehrte sich, zerriss seine Klamotten und prügelte auf ihn ein, aber am Ende brachte er sie um. Genauso wie den unschuldigen Motorradpolizisten, der zufällig vorbeikam und helfen wollte. Ich hab's gesehen. Und als er im Polizeiwagen auf dem Weg ins Präsidium war, entwickelte er einen teuflischen Plan, um uns alle zu täuschen. Es gibt noch eine Chance. Möglicherweise schaffen wir es. Möglicherweise. Sir? Ja, Sir. Du meinst, was wir danach gehört haben, der Rückblick und das ganze vorher, quasi die gesamte Geschichte, das war alles nur gelogen? Klar. So wie bei die üblichen Verdächtigen, Dr. Lollipop war gewissermaßen der Kaiser Sose des Scheißfilms. Ich bin ihr Problem. Und es gab gar keinen Rotor. Ganz genau. Es war alles nur erfunden, um von seinem schändlichen Mord an der jungen Sony und dem armen Polizisten abzulenken. Würde man nach ihrer roten Jacke im Wald suchen, könnte man es vielleicht sogar beweisen. Und dieser angebliche Korruptionslobbyist, Bugler oder Bugler, war wahrscheinlich ihr Vater, der am Ende das Gesetz in die eigenen Hände nahm, weil man den Killer-Doktor aus Mangel an Beweisen sonst einfach so hätte laufen lassen. Im Dienst der Gerechtigkeit. Was allerdings bedeutet, dass wir uns geirrt haben. Der Film war gar nicht so beschissen, wie wir dachten. Aber im Gegenteil, der war absolut genial. Denn er hat uns alle hinters Licht geführt. Ja, das erklärt auch die vielen vermeintlichen Logiklöcher, Zeitsprünge, Synchronabfucks und unnötigen Erzählpassagen. Das waren keine Fehler. Das war alles ganz genau so gewollt. Und wären wir nur klug genug gewesen, Olli, dann hätten wir das auch erkennen können. Richtig. Plötzlich ergibt alles einen Sinn, was ansonsten absolut keinen Sinn ergeben hätte. Was wir hier heute erleben durften, war ein als Scheißfilm getarntes, makaber tiefgründiges Meisterwerk. Und wir Narren haben uns wie naive Kinderkinofilmanfänger von den Machern hereinlegen lassen. Wirklich? Wie hieß es doch bei den Usual Suspects? Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht. Und der größte Trick, den dieser Schläferz je gespielt hat, war uns glauben zu lassen, er wäre scheiße. Doch ganz plötzlich ist er vorbei. Hey, Moment mal, was soll das? Hey, aufhören! Ah!
Wer hinter das Geheimnis von Rotor kommt, muss eliminiert werden. Hasta la vista, Schläferz.